1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Die Freitagnacht ist immer eine freie Themennacht bei uns. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu ran ans Telefon und wählt 0800 220 5050 oder faxt 0800 220 5051 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr meldet, bitte schreibt die Telefonnummer unbedingt drauf. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live im Fernsehen, im Radio zu unterhalten? Diese Frage geht jetzt direkt an Bernd. Bernd ist 41 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Bernd. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Um was geht's bei dir? Ich bin Schuh- und Fußfetischist. Ja. Und meine Ehe droht jetzt mittlerweile daran zu zerbrechen an dieser Neigung. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin verheiratet seit 17 Jahren. Kinder? Kinder habe ich 2. Ja, wie alt sind die? Die sind auch 17 und 14, mein Sohn. Ja. Meine Tochter ist 17. Ja. Schuh- und Fußfetischist. Ja, richtig. Weil deine Frau weiß das, nach dem, was du gerade gesagt hast? Ja, und zwar ist es so, dass meine Frau seit Anfang an unserer Beziehung das weiß. Ja. Und das auch mit mir praktiziert. Ach so, das heißt, sie hat auch Spaß daran oder macht sie es nur dir zuliebe? Also zu Anfang hatte sie nicht so einen Spaß dran, aber da sie gemerkt hat, wie ich dann auch reagiere, hatte sie dann doch nach und nach Gefallen dran gefunden, sag ich mal so. Ja, oder hat sich dem vielleicht angepasst in irgendeiner Form? Ja. Wie stark ausgeprägt ist dein Fußfetischismus? Ja, das ist ein Problem an der Sache. Erzähl mal. Ich hatte mit 11 Jahren das erste Erlebnis mit dem Schuh und meinen ersten Orgasmus damit. Das hört sich auch wieder sehr schrill an. Ne? Ich hatte mit 11 Jahren mein erstes Erlebnis mit einem Schuh. Ja. Wie? Also ein sexuelles Erlebnis. Wie war das? Erzähl's mal schnell. Naja, also aus der Verwandtschaft hatte ich mir einen Frauenschuh geschnappt. Ja. Und ja, daran gerochen und gerubbelt. Ja. Und dann ist es passiert. Ich wusste, ja, war nicht in dem Maße aufgeklärt, wusste nicht, was da passiert. Also es war quasi so ein Zufall, dass du als elfjähriger Bursche diesen Schuh da irgendwie gegriffen hast. Irgendwie hat er dich interessiert. Das hat mich immer interessiert. Vielleicht ist es ja genetisch schon vorbestimmt. Von meiner Mutter, die Schuhe hatten mich immer interessiert, habe ich immer hingucken müssen und irgendwie, So, also jetzt wissen wir die Anfänge. Mit 11 fing es schon an. Genau. Es hat dann aber sich heftig entwickelt bis heute. Du wolltest von den Ausmaßen erzählen. Ja, das ging dann so weiter, dass ich auf der Straße halt geguckt habe nach Frauen mit hohen Schuhen und Füßen. Und dann in Zeitungen gesucht habe danach, in Katalogen, auf Flohmärkten mir Schuhe besorgt habe. Also es geht darum, dass du besorgst dir Schuhe von Frauen? Ja, richtig. Ja, getragene Schuhe wahrscheinlich? Genau. Ja, verwahrst du die dann auch zu Hause auf? Heimlich im Keller aufbewahrt. Ach, wie viel im Keller? Unterschiedliche Wesen. Ach so, die lagern da nicht seit 20 Jahren, die verschwinden dann wieder. Ja, die verschwinden, die habe ich dann weggeworfen teilweise und teilweise haben sie auch hier lagert. Wie bist du denn an diese gebrauchten Frauenschuhe gekommen? Hast du Frauen auf der Straße angesprochen? Nee, auf Flohmärkten. Ach, Flohmärkten. Ausschließlich auf Flohmärkten. Ja. Auch scharf auf Strümpfe von Frauen? Nee, Strümpfe das nicht. Also es müssen Schuhe sein, getragene Frauenschuhe? Genau. Müssen die eine bestimmte Form haben, auf die du abfährst? Sollten offen sein und möglichst hoch. Und möglichst hoch. Und einen spitzen, langen Absatz, oder? Ja, muss aber nicht sein. Ja. So, und der Frauenfuß an sich interessiert dich auch sehr als sexuelle Zone? Ja. Ja. Soll der Fuß sauber sein oder soll er noch einen gewissen Naturgeruch haben? Geruch wäre besser, ist aber nicht zwingend. Also. Mhm. So, wie wichtig ist dieser Fetischismus für dich? Offensichtlich sehr, wenn du gerade sagst, die Ehe droht daran zu zerbrechen. Naja, zumal sie hatte ja alles... sie zeigt sich ja offen. Und
dann diese Heimlichkeiten und es kam ab und zu auch was raus. Dann wurden Schuhe gefunden oder Zeitungen. Ach so, das dann lief kam es zu Aussprachen. Achso, das lief parallel. Du hast mit deiner Frau diesen Fetischismus gelebt. Ja, hast aber trotzdem heimlich konnte ich mich nicht davon lösen. Ja. Also dass du noch zusätzlich der Reize rangeholt hast. Richtig. Mhm. Genau, also dieser Vertrauensbruch, ja, der jetzt über Jahre da entstanden ist. Und sie wusste nie von diesem Ausmaß, dass ich eigentlich nicht damit aufgehört habe. Aber du bist nie in dem Sinne fremd gegangen, sondern du hast dir nur Gegenstände irgendwie rangeholt. Also richtig mit einer Frau fremd gegangen nicht, nein. Bist du nicht, mhm. Ja. Eure Sexualität in all den 17 Ehejahren, bezog die sich, sagen wir mal, 80-90% wirklich auf Fuß und Füße? Oder gab es auch so normale Phasen dazwischen? Ja, richtig. Es gab normale Phasen, aber auch immer mit Schuhen und Füßen dann. Ja. Und jetzt ist es eher so, dass die Ausnahme normal ist. Normaler Sex ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme. Mhm. Ja. So, jetzt ist das aufgeflogen, dass du dann noch nebenher immer dir Sachen rangebaggert hast. Meiner Frau dann richtig bewusst geworden, dass ich halt über diese lange Zeit, die wir uns kennen, halt das mehr oder weniger dauernd gemacht habe und immer auf der Suche nach Reizen bin. Ja, wie ist das eigentlich aufgeflogen? Naja, das kam... Ja, das muss ja irgendwie aufgeflogen sein. Hat sie dich erwischt dabei oder hat sie irgendwas gesehen oder... Ja, die hat dann, hat mich erwischt, beziehungsweise auch Hefte gefunden. Ah ja. Und. Sagen wir Fachzeitschrift. Und eine Diskette. Ah ja. Aus dem Internet. Da gibt auch Einschlägeseiten. Wann war das? Das war im April. Ah ja. Letzten Jahres. Und seitdem kriselt es heftig bei euch. Und seitdem haben wir es dann nochmal kräftig ausgelebt, sage ich mal. Mhm. Diese hatte sich noch mehr versucht, sich mir anzupassen. Ja. Aber? Da ich trotzdem nicht von lassen kann, also wenn sie mit bei ist, wir sind unterwegs und dann hat sie doch mitbekommen, dass ich dann auch mal gucke. Ja gut, das ist nicht schlimm, wenn du guckst. Naja, doch. Das ist, findet sie schlimm. Seitdem sie das jetzt weiß, dass du dann nebenher deine Heftchen hast und im Internet und dir irgendwie Frauenschuhe besorgst, seitdem sie das weiß, hast du es denn dann doch auch nochmal heimlich gemacht? Also mit dem Gucken schon. Ja, mit Gucken tun wir alle. Also ich meine so ein bisschen aktiver schon. Also aktiv jetzt masturbiert nicht, ne. Was heißt denn Gucken? Heißt Gucken für dich auf der Straße eine Frauenfuß angucken oder was meinst du denn? Genau, zu den Schuhen hingucken. Und deshalb ist sie eifersüchtig, wenn du auf Frauenfüße draußen auf der Straße guckst? Ja. Ist doch absurd. Jeder Mann guckt doch anderen Frauen hinterher. Sei es auf die Füße, sei es auf den Po. Ja, das ist dieses gedankliche Fremdgehen vielleicht auch. Mhm. Aber kann es nicht sein, dass da noch viele, viel kompliziertere Sachen bei euch verwoben sind? Ich meine, immerhin lebt ihr gemeinsam seit 17 Jahren diesen Fetischismus und das funktioniert irgendwie. Mhm. Und dann fliegt auf, dass du nebenher noch ein bisschen Internet und weiß ich was machst. Und dann hat das so eine Auswirkung bei ihr. Und sie ist so sensibilisiert, dass du gar nicht auf der Straße mehr auf Frauenfüße guckst. Ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Kann sein, dass noch einige andere Sachen ein bisschen in der Schieflage sind zwischen euch beiden? Hallo? Ja, wir beide unterhalten. Ja. Ne? Also ich bin noch da. Mhm. Die letzte Frage hast du vermutlich nicht mitbekommen. Sag nochmal. Ja. Ich habe gefragt, ob vielleicht noch eine andere Sache bei euch irgendwie, oder dass andere Sachen nicht so in Ordnung sind in eurer Ehe. Naja, nee, sonst ist es okay. Ja, gut. Also auf jeden Fall ist jetzt ein Riss in der Beziehung irgendwie. Und, genau. Es scheint sich... Ein Vertrauensbruch. Ein Vertrauensbruch. So, was macht ihr beiden jetzt? Was wäre das Klügste, was ihr beiden macht? Ihr wollt beieinander bleiben? Ja, richtig. Ohne Frage. Hm? Ja? Ja. Ja. Dann würde ich euch wirklich raten, um vielleicht auch noch rauszukriegen, ob da noch irgendwas anderes hinter ist. Ich weiß es ja nicht, kann man nicht in ein paar Minuten hier erklären. Ja. Geht doch mal ein paar Mal zu einer Eheberatung. Also wir waren bei einem Psychiater sogar. Ja. Oh, der hat sich dann mehr für meine Frau interessiert als für mein Problem.
Ist kein Witz. Ja, da war er wirklich bei einem falschen Psychiater. Geht mal zu einer richtig normalen, ordentlichen Eheberatungsstelle. Würde ich dir gerne jetzt eine Adresse in deiner Umgebung vermitteln. Ja. Ja? Gut. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, okay. Meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Mhm. Ja? Alles klar. Alles gut. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50 Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Christine, 44 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Ich rufe zu dem Thema Mütter an. Was wir am Donnerstag hatten. Nee, ja, am Mittwoch. Am Mittwoch. Genau. Gestern konnte ich nicht die Sendung verfolgen. Ja. Und zwar ist bei mir so, dass meine Mutter mich sexuell missbraucht hat. Deine Mutter hat dich sexuell missbraucht? Ja. In welchem Alter? Schon sehr, sehr früh. Wie früh? Ja, ich würde sagen so mit 2, 3. Da fangen so vage die Erinnerungen an. Ja, ja. Und das ging wie lange? Ja, über mehrere Jahre. Also bis du 10 warst oder 7, 8? Ja, so bis 8 circa. Dann kam mein Stiefvater in unser Leben. Und der hat das dann auch gemacht? Der hat mich dann auch missbraucht, ja. Und sie parallel dazu auch? Nee, parallel nicht. Das von meiner Mutter hat dann aufgehört. Was hat die Mutter, soweit deine Erinnerungen dir da weiterhelfen können, was hat deine Mutter mit dir gemacht, mit dem kleinen Mädchen? Ja, wie gesagt, ich habe da auch Therapie gemacht und habe das dann aufgearbeitet, weil ich das viele, viele Jahre verdrängt habe. Ja. Ja, ich habe meine Mutter halt befriedigen müssen. Mit der Hand? Mit der Hand. Mhm. Und dann habe ich einmal eine Zeichnung gemacht, die war innerhalb von 20 Sekunden fertig. Da habe ich den Kopf zwischen ihren Beinen gehabt, den sie dann praktisch an ihre Scheide gerieben hat. Das heißt, diese Zeichnung hast du in deiner Therapie gemacht? Ja. Das war quasi eine Erinnerung an die Zeit von damals. Das war wie so ein Blitzgedanke, ja. Das heißt, da lag also deine Mutter breitbeinig vor dir und du, dieses kleine Mädchen, musste sie mit der Hand befriedigen. Ja, da hatte sie, also auf dieser Zeichnung habe ich eben diesen Kopf zwischen. Oder sogar noch, vielleicht sogar oral auch. Ja. Du bist 44 Jahre alt jetzt. Lebt deine Mutter noch? Ja. Hast du je mit ihr darüber gesprochen? Ziemlich zum Schluss. Also ich habe vor 8 Jahren den Kontakt abgebrochen. Da kam das mal so ein bisschen zur Sprache, andeutungsweise zur Sprache. Und das hat sie sofort abgeblockt. Also immer, wenn irgendwie was zu dem Thema kam. Sie wusste ja auch von dem Missbrauch vom Stiefvater. Und das hat sie mich immer als Lügnerin hingestellt. Lass uns jetzt darüber sprechen. Das eine ist ja schon ungeheuerlich und jetzt kommt die nächste Ungeheuerlichkeit. Da kommt dann, als du 7, 8 Jahre warst, ungefähr kommt der Stiefvater in euer Leben. Mhm. Und dann hat dieser Mann quasi das fortgeführt, was deine Mutter begonnen hat. Nämlich er hat dich auch sexuell missbraucht, dich vergewaltigt, sehr schlimme Dinge mit dir getan. Ja. Kannst du dich erinnern, was er mit dir gemacht hat? Ja, recht gut. Magst du ein paar Sachen erzählen? Ja, wie du schon sagtest, also waren es ja Gewalt. Erst fing das an mit Berühren und mit den Händen und an mir rumspielen, sag ich mal so. Ja. Und ja, später war es dann auch richtig, also mit Verkehr und allem. Das heißt, da warst du, wie lang ging das? Bis zu welchem Alter? So mit 15, 16 habe ich angefangen, ich kann bis heute mir nicht erklären, warum, da habe ich angefangen, mich zu wehren. Das ist so unfassbar, wenn ich solche Geschichten von euch höre. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind ab dem dritten Lebensjahr bis das Kind eine junge Frau wird, bis zum 16. Lebensjahr permanent sexuell missbraucht wird. Das ist so ungeheuerlich, ist das, dass wir, die so etwas Gott sei Dank nicht erlebt haben, uns das aber auch nicht ansatzweise vorstellen können, was das mit einem Kind macht oder was das in einem Kind zerstört. Überhaupt die Vorstellung, dass ein erwachsener Mann mit so einem kleinen Kind wirklich schläft, ist schon unglaublich. Du hast mit 16 Jahren, sagst du, hast du Kraft gefunden, dich zu wehren. Ja. Erzähl mal, wie war das dann? Ja, ich hatte so einen Ekel vor diesem Mann und ich habe dann einfach nur noch gespuckt, gestrampelt und geschrien und es kam dann eben einfach raus. Ne? Ich wollte das nicht mehr. Mit 17 bin ich dann auch von zu Hause weg. Und
jetzt kommt die Mutter wieder ins Spiel. Die Macht der Mütter hieß ja unsere, ja, genau, unsere Sendung. Die Mutter hat es selbst, hat selbst an dir so viel Unglück angerichtet. Und sie hat diesen ganzen Missbrauch geduldet, später, ja, den ihr Freund, ihr Mann auch an dir angerichtet hat. Ja. Du unterstellst ihr, dass sie das wusste. Ja, das unterstelle ich ihr. Du bist sicher, dass sie es wusste? Da bin ich ganz sicher. Weil meine Mutter dann auch noch, wie gesagt, hat mich auch regelmäßig an ein Ehepaar gegeben hat, als kleines Kind. Und heute bin ich mir ganz sicher, dass sie dafür Geld bekommen hat. Wie, sie hat dich an ein Ehepaar gegeben? Was, wofür? Da habe ich dann öfters mal übernachtet. Und ist da auch etwas Sexuelles passiert? Ja, ich weiß nur, also da kann ich mich nicht dran erinnern, was. Ich weiß nur, dass des Öfteren dann Blut im Bett war und ich dann mit mir geschimpft wurde, dass ich mich irgendwo wohl die Nacht gekratzt habe und das ist ja unfassbar, die Bettwäsche beschmutzt habe. Und aber da hast du keine konkreten Erinnerungen. Da kann man nur vermuten, was passiert ist. Ja, weil ich immer bei denen im Ehebett mitgeschlafen habe. Also das unglaublich. Ja. Unglaublich. Die eigene Mutter. Ja, das ist für mich auch so unfassbar gewesen. Also Christina, als dir das dann alles so klar wurde, du bist dann mit 17 raus aus dem Elternhaus, gab es Überlegungen, irgendwann die beiden anzuzeigen damals? Nein, ich habe das nur vergessen wollen. Mhm. Du hast verdrängen wollen, in ein eigenes, anderes Leben flüchten wollen. Und wie alt warst du, als es wieder aufgebrochen ist? Als du dich damit auseinandergesetzt hast? 33 war ich, als ich Therapie angefangen 33 habe. 33 erst? Ja. 33. Und 7 Jahre lang habe ich Therapie gemacht. Immer mal mit einer Pause. Aber es hat mir unheimlich geholfen. Ja, würdest du sagen, dass du heute, jetzt im Alter von 44, na, mir fällt kein passendes Wort dafür ein. Verarbeitet ist nicht das richtige Wort. Überwunden ist auch nicht das richtige Wort. Dass du all dieses Schlimme in irgendeiner Weise handhaben kannst. Ich will es mal so ausdrücken. Ja, ja. Mhm. Aber ohne diese Therapie hätte ich das nicht geschafft. Das glaube ich. Ich hatte auch eine hervorragende Therapeutin, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also die hat mir sehr, sehr geholfen. Mhm. Hast du heute eine Beziehung, eine Familie? Meine zwei Brüder haben sich abgewandt von mir. Also, na, ich meine, ob du geheiratet hast oder ob du ein Kind hast. Ach so, ja, Entschuldigung, klar. Ich habe mit 18 geheiratet und wollte natürlich eine kleine, glückliche Familie. Ja. Und habe dann auch mit 18 ein Kind bekommen. Ja. Das ist nach 13 Jahren dann aber auch schief gegangen. Aber das Kind lebt noch? Das Kind lebt ums Munter, ja. War es dir später möglich, ich gehe davon aus, mit 18 bestimmt noch nicht, nach der Hölle, die du durchlebt hast, war es dir später möglich oder heute möglich, Sexualität auch mal zu genießen? Ja, das war eine schwierige Sache. Ich sage einfach mal so, ich war inzwischen so gepolt, dass ich Liebe nur mit Sex verbunden habe. Mhm. Also wenn mich jemand lieb hat, der musste dann auch Sex mit mir haben. Das habe ich in der Therapie erstmal begreifen können, dass das eine mit dem anderen so gesehen nichts zu tun hat. Das verstehe ich nicht richtig. Du sagst, dass Liebe mit Sex verbunden ist. Aber deine Mutter und dein Stiefvater haben dich ja nicht geliebt und du musstest dich dennoch sexuell denen ergeben. Bei meiner Mutter habe ich immer gedacht, ja, dadurch, dass ich damit so aufgewachsen bin, dass das Liebe ist. Ach so. Das musste ich erst begreifen, dass es nicht so ist. Mhm. So, bist du fähig, einen Mann zu lieben? Ja. Ja. Und heute funktioniert das auch, dieses Zusammenspiel zwischen der Liebe und dann auch sich in der Sexualität fallen lassen zu können? Mittlerweile ja. Mhm. Viele Jahre habe ich gedacht, wie gesagt, wenn der Mann nicht mit mir schläft, dann hat er mich auch nicht lieb. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Bist du auch, wenn ich das fragen darf, nach all dem schlimmen Leid, was dir widerfahren ist, kannst du noch einen Orgasmus erleben? Ja. Mhm. Mittlerweile kann ich mich fallen lassen. Ja. Als Jugendliche hatte ich dann natürlich auch selber zwanghaft onaniert. Mhm. Durch diesen Missbrauch. Ja. So schlimm, dass ich, also, ja, es war krankhaft schon. Ja. Ich möchte nochmal auf die Mutter zurückkommen. Ja. Jetzt ist seit vielen Jahren, hast du keinen Kontakt mehr zu der Frau. Was ist dein Gefühl zu dieser Frau heutzutage? Ja, der letzte Kontakt ist dann eskaliert. Also wir sind in einem Streit auseinandergegangen und da habe ich eben dieses Thema nochmal angesprochen. Und da hat sie dann was ganz Brutales gesagt und da habe ich dann wirklich mit mir abgeschlossen, habe gesagt, möchte sie nicht mehr sehen. Und das habe ich auch
Okay, das hast du durchgezogen. Das ist das so das, ich durchgezogen. Das ist das Äußere. Aber im Herzen, was empfindest du für diese Frau? Da war erst ganz viel Wut. Ja, auch Hass. Es war auch Hass da. Ist der Hass immer noch da? Nein, der ist nicht mehr da. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Ja. Das heißt, du hast die Sache vielleicht abgeschlossen. Ich habe mit ihr Frieden geschlossen. Respekt, Respekt. Ich habe ihr einen Abschiedsbrief geschrieben, den ich ihr nie geschickt habe, aber das war für mich so der Abschluss. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr so ein Hass, so eine Wut, dass du sagst, ich wünsche dir den Tod oder so. Nein, das war mal so im Laufe der Therapie, wenn man diesen Schmerz wieder erlebt, wenn man das aufarbeitet. Ja. Da war dann mal ganz viel Hass da und Wut. Aber selbst die Wut, als ich die dann rauslassen konnte, ich bedauere sie nur. Du würdest heute sagen, eigentlich ist mir diese Frau egal. Ja. Ich glaube, dann hast du aber wirklich eine sehr gute Therapeutin gehabt. Ja, kann ich nicht anders Und du hast sagen. Sehr viel Glück gehabt, denn das ist ja eigentlich das Ziel, ne? Dass man sagt, es ist mir egal. Es ist richtig. Vergangenheit, ich lasse los und ich will gar nichts mehr damit zu tun haben. Richtig. Denn der Hass ist der schlimmste Lebensbegleiter, ne? Ja, der frisst einen auf. Der frisst einen auf, ja. Mhm. Ich wollte da gerne noch was sagen zu der einen Anruferin am Mittwoch, die mit der Sekte, die da in dieser Sekte verbunden war. Ja, in der satanistischen Sekte, ja. Du fragtest sie, warum sie immer wieder Kontakt zu ihrer Mutter sucht. Mhm. Ich konnte das so gut nachvollziehen. Das ist so dieser Zwiespalt. Da ist auf eine Art diese Wut, dieser Hass, das, was sie einem alles antut. Und auf der anderen Seite ist eine unsägliche Sehnsucht nach Mutterliebe. Mhm. Und das bringt einen oft dazu, in diesen Konflikt zu kommen. Ja, und doch immer denken, so wie jetzt, sag ich mal, Frauen, die geschlagen werden, es wird ja besser oder sie ändert sich. Oder ja, und das ist einfach eine unsagbare Sehnsucht. Dann. Also ich freue mich sehr, dass es dir so gut geht. Und ja, dass danke. Dass du das geschafft hast. Und wir wollen es den Menschen, die Ähnliches erleiden mussten, auch wünschen, dass sie auch einen solchen Weg gehen können. Das wünsche ich allen. Alles Gute weiterhin dir von Herzen, Christine. Ja, danke dir auch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. So ihr Lieben, wir machen ein bisschen Post. Und die erste Post schließt an das an, was wir gerade gehört haben thematisch. Es ist ein Fax aus Potsdam von Hannelore. Und Hannelore schreibt, ein 3 Monate alter Säugling, ein Mädchen, wird vom eigenen Vater über mehrere Wochen sexuell missbraucht, ja vergewaltigt, so, dass das arme Kind dann an inneren Blutungen stirbt. Lieber Domian, als ich diesen Fall in deiner Sendung gehört habe, habe ich nur noch geheult und geheult und geheult. Und dann auch noch von der Mutter zu hören, dass der Täter nur zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde, raubte mir die Verfassung. War der Richter ein Gutmensch, der auch noch die letzte Perversion irgendwie verstehen und einordnen wollte? In was für einem Land leben wir bloß, wo zum Beispiel Steuersünder unter Umständen härter bestraft werden als solche Bestien? Dann eine Mail aus Aschaffenburg von Kai. Und Kai schreibt, Hi Domian, nach dem Urteil gegen Turbo Rolf fordern jetzt ja viele Leute eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen. Was denkst du dazu? Bist du dafür? Eindeutig und radikal ja. 130 auf allen deutschen Autobahnen. Da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Das sage ich schon sehr lange und würde das in jedem Fall immer unterstreichen. 130 auf allen deutschen Autobahnen. Hallo, Herr Domian in Köln, lese ich hier. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass die ZDF-Mainzel-Männchen gegen seelenlose Außerirdische ausgetauscht wurden. Hab ich mitbekommen. Auf der Seite www.helftdenmainzelmännchen.de haben bereits über 19.000 Menschen ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Vielleicht erwähnen Sie das mal in Ihrer Sendung. Das wäre sehr schön und das würde den alten Mainzelmännchen sehr helfen. Also wir helfen doch sehr gerne den alten Mainzelmännchen und sind gegen Außerirdische. Und haben das hiermit sehr gerne erwähnt. Die Post übrigens kam von Marco Corzani aus Frankfurt. Ah ja, letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche Freitag, hatten wir hier in der Sendung Simone. Simone hatte ein recht großes Problem. Simone konnte nämlich nicht strullen und ähnliche Sachen auf der Toilette machen, zum Beispiel in der Wohnung ihres Freundes. Oder wenn sie davon ausgehen musste, dass irgendjemand, das eventuell so durch die Tür, hört man ja schon mal so ein Glucksen oder so ein Zischen oder weiß ich, wenn irgendjemand was hören konnte. Dazu haben wir sehr viel Post bekommen und ich möchte euch 3 kleine Statements hier vorlesen. Zum Beispiel haben wir Post bekommen aus der Schweiz, aus Bern von Verena und Peter und die schreiben, der Simone könnte helfen, wenn sie bei ihrem Geschäft die WC-Spülung laufen lassen würde, das dämpft die Schallgeräusche ab.
Ein praktischer Tipp, nicht schlecht. Dani schreibt, ich habe dasselbe Problem wie Simone. Mein Tipp wäre, sie soll sich, während sie auf der Toilette sitzt, ganz einfach die Ohren zuhalten. Das macht einen locker. Und Björn aus Stuttgart schreibt auch, ich kann nicht pinkeln oder das große Geschäft machen, wenn ich glaube, jemand könnte zuhören. Deshalb, und das ist mein Trick, schreibe ich währenddessen immer SMS. Das lenkt perfekt ab. Ende der Postecke. Eine kleine Post gibt's noch, aber die kommt später. Und hier ist erstmal die Heike. Und Heike ist 25 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo. Hallo Heike. Wo fange ich an? Ja, am besten ganz vorne. Um was geht's denn? Ja, Gläserrücken. Und Gläserrücken. Und die Zukunft danach. Und die Zukunft danach. Ja, bis heute. Heike rückt Gläser. Ja, also wir hatten es erstmal so vor 5 Jahren nur aus Spaß gemacht. Wer ist wir? Ja, mit ein paar Freunden. Also wir waren, wie alt waren wir da? 15 oder einfach nur so zum Scherz. Ja. Und da sind so einige Sachen vorgefallen, die nicht so toll waren. Also wir haben einfach das nur zum Scherz gemacht. Ich habe es bis zu der Nacht danach immer noch nicht geglaubt, weil ich immer dachte, meine Freundinnen wollen mich veräppeln. Ja? Ja. So, was ist denn da Schlimmes passiert? Also wir sind angefangen, also meine kleine Schwester war noch mit dabei, weil wir dachten, ach, das ist sowieso alles Mist, weil ich habe an sowas überhaupt nicht geglaubt, auch an so auch Sachen, so Wahrsager und so sonst irgendwas überhaupt nicht. Ja, und dann, ich bin damals noch, es gab ja immer so eine Zeit, dann hat man ja immer so Kreuze um oder so halt Modeschmuck. Ja. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch um. Ja, also ihr saßt dann irgendwie am Tisch und hattet eure Finger auf dem Glas, genau, ja, so wie man es kennt, und dann fragt man ja immer irgendwas. Ja. Was habt ihr gefragt? Ja, erstmal, ob da jemand ist und wer. Und ich kann mich da alle so nicht mehr so genau dran erinnern, aber an die Sachen, die passiert sind, ja. Ja, was ist denn passiert? Also ich hatte dieses Kreuz um und auf einmal hatte ich das Gefühl, da zieht mir das jemand ab vom Hals. Halt, dass das Band auch zerreißt. War aber nicht die kleine Schwester nebenan. Nee, wir saßen alle im Kreis. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie das Kreuz in den Schrank reinflog. Ach. Und dann habe ich meine Freundin angemeckert und habe gesagt, was soll das? Also das Kreuz flog, hat sich irgendwie von deinem Kopf entfernt, ja, von deinem Hals entfernt und flog durch den Raum weg. Ja, das sind so 3 Meter und dann habe ich auch genau gesehen, wo es reingeflogen ist, halt in den Schrank. Habt ihr vielleicht gekifft vorher? Nein, wir waren erst 14 oder 15, nein. Okay, das ist das Kreuz, wir halten es mal einfach so fest. Das Kreuz flog also in den Schrank. Ja, aber bis dann, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Ja, Moment, wenn man das so sieht, das würde einen ja schon umhauen, ne? Ja, das ist aber unglaublich, weil jedem, dem ich das erzähle, die sagen, du spinnst, du bist bescheuert. Was ist noch passiert? Ja, und dann habe ich gesagt, ich habe das Licht einfach angemacht, sie haben das einfach abgebrochen in dem Moment, weil ich ja mein Kreuz wieder haben wollte. Ach, das war ganz, ihr habt das im Stockfinstern gemacht? Ja, da war nur eine Kerze an auf dem Tisch, sodass wir was sehen konnten. Ja. Und dann bin ich aufgesprungen, habe das Licht angemacht, einfach nur so. Ja. Ich wollte mein Kreuz wieder haben. Klar. Dann habe ich dann in den Schrank reingeguckt. Ja. Weil ich ja vorher gesehen habe, wo es hingeflogen ist. Aber es war da nicht mehr. Lag nicht mehr da. Ach. Und die anderen haben gesagt, nee, Heike, komm, suchen wir später. Lass uns weitermachen. Ja. Ja, gut. Und ich setze mich dann hin. Und auf einmal fängt meine Freundin an zu schreien, Heike, hier, dein Kreuz, da ist es doch. Das lag mir über die Schulter gelegt, als wenn es mir jemand draufgelegt hat. Vielleicht war es ja gar nicht weg. Keine Ahnung, aber ich habe es ja in den Schrank fliegen sehen. Aber du kannst es gar nicht gesehen haben, weil es doch relativ dunkel war. Ja, aber man hat gesehen, dass da was reingeht. Man hat es ja auch gehört. Aha. Weil das ist so ein Holzschrank, der war ziemlich leer. Ja. Vorne stand was drin, ich habe es gesehen, wo es reingeflogen ist. Also, und dann lag es auf deiner Schulter? Auf meiner Schulter lag es. Und das Kettchen war noch wieder um den Hals? Nee, das war einfach so drüber gelegt. So aber das Kettchen, also nicht, aber vorher war das Kettchen um den Hals gelegt? Genau, um den Hals. Mhm, ja. Aber ich habe gedacht, hat mir jemand drüber gelegt, weil ich habe da auch nicht so genau darauf geachtet. Mhm. Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, überhaupt nicht. Jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen, damit wir uns nicht vielleicht dann unter Umständen zu lange bei diesen Vorkommnissen damals aufhalten. Ja, genau, das geht nämlich noch viel weiter. Ja, du bist ja jetzt 25. Dieses war ja fast vor 10 Jahren. Ja, genau. Was ist der aktuelle Anlass, warum du anrufst? Um das mal zu erzählen, oder gibt es heute auch noch irgendwelche Vorkommnisse? Ja, es gibt heute, irgendwie alles, so wie es passiert ist, wurde mir das vorausgesagt. Was ist dir denn da vorausgesagt worden? Also wir haben das ja später nochmal gemacht. Ja. Und ich bin relativ lange mit meinem Partner zusammen. Ich war 13 und jetzt bin ich 25 und wir sind seit 8 Wochen auseinander. Moment, verstehe nicht. Du warst mit deinem Partner von deinem 13. Lebensjahr an? Nee, das erklär nochmal. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Ich bin mit meinem Partner, seitdem ich 13 bin, zusammen. Doch, so lange? Ja, genau, 12 Jahre. Ja. Und wir hatten das vor,
5 Jahren nochmal gemacht. Ja. Und da wurde gar nicht lange rumgezetert, da kamen auch gleich viele, viele Antworten und da hieß es auf einmal, Heike, ich muss mit dir reden. Das ist sehr, sehr wichtig. Irgendeine Geisterstimme hat das. Genau, irgendwie. Genau. Und was hat die Geisterstimme? Per Schreiben, ne? Da sind ja diese Buchstaben. Ja gut, aber das sagt dann ja angeblich irgendein Geist, ne? Genau, genau. Und was sollte das? Und der hat mir gesagt, ich muss dir dringend was erzählen über deinen Partner halt. Ja. Und er hat mir Sachen gesagt, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ja, was denn? Dass er mich betrügt, dass er fremdgegangen ist und dass durch dieses Fremdgehen ein Kind entstanden ist. Und er hat mir auch genau gesagt, wo und wie es passiert ist, an welchem Tag. Und der Geist hat es gesagt. Alles, komplett. Ja. Das hat er gesagt vor wie vielen Jahren? Vor? Vor 5 Jahren. Ungefähr. Vor 5 Jahren. Kann ich nicht genau sagen, aber ich denke mal ungefähr 5 Jahre. Dein Partner war bei diesem besagten Leserücken aber nicht dabei? Nein, der war nicht dabei, nein. Es war auch immer nur, wenn er nicht in der Nähe war oder sonst irgendwas. So, jetzt hast du so eine Hammerinformation. Vor 5 Jahren bekommen. Der Geist sagt, hier, dein Partner geht fremd und da ist sogar ein Kind entstanden. Genau, ja. Wenn man dann an sowas glaubt, geht man doch wahrscheinlich... Ich habe daran nicht geglaubt. Ich habe nur gedacht, das war alles eigentlich nur so, ja, machen wir es mal und... Ach so, aber du warst schon so ein bisschen angefixt damals, dadurch, dass das Kreuz weggeflogen war. Also so ein bisschen glaubt man ja doch, wenn man das dann macht. Mhm. Ja, auf jeden Fall dann ungefähr 2 Wochen später, da kam mein Mann nach Hause und hat mir gesagt, ja, ich muss dir was sagen und. Und dann kam das alles nach und nach zum Vorschein. Und es war genau so, wie es mir erzählt hat. Das ist schon abgefahren. Genau so. Ja, dann bist du immer noch mit ihm zusammengeblieben, bis ich jetzt? Ich bin mit ihm zusammengeblieben, ja, so doof ich war. Und dann das Schlimme ist, wir sind dann zusammen zu ihm nach Hause gefahren. Der ist Marokkaner gewesen. Hm. Und dann waren wir bei so einem Hellseher gewesen. Ihr seid aber auch drauf. Warum macht ihr immer so komische Sachen? Nein, ich wollte da nicht hin, weil ich habe Respekt vor den Leuten. Ich habe da Angst vor. Hm. Halt, wir halten aber erstmal jetzt fest, weil das ist ja schon eine interessante Sache. Dieses Ding, was immer das sein mag, hat dir gesagt, dein Freund geht fremd und es gibt ein Kind. Ja. 2 Wochen später... Sag, und du hattest da überhaupt keine Ahnung von vorher? Nein, hatte ich null. Nicht. Ich hätte das niemals... Kann es denn sein, dass jemand, der anwesend war, Niemand. So, und nach 2 Wochen kommt... Das kann nicht sein. Mein Mann, der war 3 Wochen weg. Der war auch nicht in Deutschland. Das ist nicht in Deutschland passiert. Na gut. 2 Wochen später gesteht dein Mann dir genau dieses und sagt, ich habe ein Kind und ich bin fremdgegangen. Genau. So, dann warst du noch bei der Wahrsagerin. Was ist denn da nur rausgekommen? Ein Wahrsager, nein. Das ist so, wir liefen über so einen Markt und da kam ein Mann auf euch zu. Und er hat gesagt, ihr schleift irgendwelche Energien mit euch rum. Wollt ihr euch nicht mal mit uns unterhalten? Hm. Habt ihr gesagt, klar. Nein, die wollen nur Geld. Nein, ich habe gedacht, der wollte nur Geld. Ja, weil wollen das ist ja in Marokko halt so. Und ja gut, dann haben wir denen so umgerechnet 10 Mark gegeben. Ja, was natürlich eine große Summe ist, ne, wahrscheinlich. Ja, ja. Und dann... fing halt an zu erzählen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und der wurde auf einmal ganz komisch und mein Mann hat sich auf einmal nicht mehr bewegt. Ich habe ihn so nicht wiedererkannt. Nichts, der war nicht mehr ansprechbar, gar nichts. Ja. Und hat mir auf einmal erzählt, ja, haben Sie Rückenschmerzen? Und ich so, ja, und Bauchschmerzen. Und er hat mir erzählt, wie meine Mutter heißt, wie mein Vater heißt. Er kann das nicht wissen, irgendein Mann in Marokko. Wer soll wissen, wo ich geboren bin, wie meine Eltern heißen, wie sonst irgendwas war. Mhm. Und was kam da noch besonders rum? Und er hat gesagt, ja, Sie sind schwanger. Und war es so? Es war so. Und er hat mir auch gesagt, wie es alles laufen wird und was und wo. Es ist alles so gekommen. Also alles. Heike, du ziehst... Genau so, wie wir jetzt stehen. Du ziehst es an vielleicht, ne? Es gibt ja Menschen, die sowas... Ich weiß nicht, ich habe manchmal richtig Angst. Das ist nicht mehr normal. Also es ist mit dem Wahrsager, das finde ich auch immer seltsam, wenn die Sachen sagen können, die... Also irgendein Wahrsager in Marokko, der dich nun wirklich nicht kennt und gar keine Verbindung da ist und der kann Dinge über dich sagen aus deiner Vergangenheit... Der kann mich ja nicht kennen. Der wusste, dass ich adoptiert bin. Das waren ja nicht mal meine leiblichen Eltern. Er hat mir gesagt, du kommst nicht von hier, du bist adoptiert. Der hat mir alles gesagt. Ich bin angefangen zu weinen. Ich war fertig. Jetzt bist du von deinem Freund aber getrennt? Ja, das ging ja noch viele, viele, viele Jahre. Und er hat auch gesagt, was mit dem Kind passiert. Was passiert da mit dem Kind? Das Kind ist aber da. Ich weiß nicht, darüber kann ich nicht so reden, weil das ist sehr, sehr heftig. So, dass meine Familie uns unter Druck setzt und dass es viele Probleme geben wird und dass er mich zwingen würde, das Kind abzutreiben und. Achso, das Kind ist gar nicht auf die Welt gekommen. Das Kind ist nicht auf die Welt gekommen. So, jetzt nach diesen Erfahrungen, würdest du wieder zu einem Wahrsager gehen oder nochmal Gläser rücken? Ja, wir waren ja gerade dabei. Wie, ihr wart gerade dabei? Jetzt gerade? Ja, wir sitzen hier immer noch.
Warum macht ihr das? Wer ist wir? Ich weiß es nicht. Eine Freundin hat uns auf die Idee gebracht. Ach, hört doch auf. Ich habe mich eigentlich wohl ziemlich zurückgehalten und darum, es kam der gleiche jetzt wieder wie vor ein paar Jahren. Das war auch der Grund, warum ich angerufen habe. Wie gruselig. Das heißt, ihr habt gerade damit angefangen oder ein bisschen was gemacht? Und wir haben jetzt noch alles, die sitzen da jetzt noch im Kreis. Und ich würde hier gerne meine Kamera zu euch da rein. Eine ist am Weinen und... Ach Mädels, hört doch auf damit. Hört auf, was bringt das? Es bringt gar nichts. Es bringt einen nur durcheinander und wenn man labil ist, dann kann man da wirklich auch schlecht draufkommen. Genau. Packt den Kram zusammen, holt euch eine Flasche Wein oder was und macht's euch nett. Aber hört damit auf. Es ist wirklich, ich wüsste nicht, was es soll. Mhm. Nachdem, was passiert ist. Ja, von mir, es war ja dann noch nicht alles, was der Wahrsager gesagt hat. Und der hat gesagt, er wird mich weiter, irgendwas wird passieren halt. Mhm. Und dann bin ich wieder schwanger geworden und das Kind ist da und jetzt ist er weg. Und genau hat er mir das, genau so hat er mir das gesagt, wie es passiert ist. Also, und jetzt sitze ich mit dem Kind alleine. Aber nimm die Gläser weg und macht euch einen schönen Abend, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, und grüß mal die anderen. Sind das Mädels alles? Ja, ja, ne? Das sind alles Mädels. Mädels, sag mal was. Ihr Lieben, schönen Gruß von allen. Das ist sehr lieb. Du grüßt zurück und ich wünsche eine schöne Nacht, eine gute Nacht, aber lasst es sein. Ja. Tschüss. Okay, ciao. So, und die eine Post hier noch, nämlich von Tobi aus Bergisch Gladbach. Der schreibt, ich bin Tier- und Menschenexperte. Soll es geben. Tier- und Menschenexperte. Ich habe mir mal überlegt, welche Haustiere zu welchen Promis gut passen würden. Hier meine Vorschläge. Zu Harald Schmidt passt ein Riesenpapagei. Zu Stefan Raab ein Pony. Ein Pony? Ja. Zu Thomas Gottschalk ein Labrador, zu Dirk Bach weiße Mäuse und zu dir, Domian, passt irgendein Reptil. Nein, zu mir passt überhaupt kein Reptil. Ich mag keine Reptilien. Ich finde die unangenehm, eklig und könnte laufen gehen, wenn ich eine Schlange irgendwo sehe oder eine Eidechse oder sowas. Nein, 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 nein. Außerdem sollte man die wirklich nicht zu Hause in der Wohnung halten. Das finde ich immer ganz pervers. Die gehören in die freie Natur und nicht in die Badewanne oder in irgendein Terrarium oder so. Ja, so mit solchen Dingen beschäftigt sich unser Tobi. Hier gleich um die Ecke aus Bergisch Gladbach. Wen haben wir hier? Ahmed, 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ui, ja, ui. Guten Morgen. Hallo Ahmed. Hallo Domian, hallo Jürgen oder Domian. Wie du hallo willst. Domian. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ach, erstmal, ich bin total aufgeregt, aber ich weiß, du kriegst es hin. Ja, stimmt. Ja, heftig. Ich war heute Abend im Puff. Mhm. Nicht das erste Mal. Wollte ich gerade fragen, das erste Mal? Nee. Nein. Das wievielte Mal? Fünfte, sechste vielleicht, keine Ahnung. Ja. Noch nicht so oft. Ja. Aber das Ding ist, das erste Mal, während ich eine Freundin habe. Oh. Ja, auf jeden Fall. Oh. Wie lange hast du die Freundin? Seit Neujahr. Ganz frische, junge Liebe. Ja. Und auch wirklich Liebe, meiner Meinung nach. Läuft alles gut? Es läuft im Grunde echt wahnsinnig gut. Nette Frau? Super Frau. Und sexuell auch klasse? Absolut. Absolut. Deine Kollegin hier im Vorgespräch meinte schon ja in der Anfangszeit direkt und so, da ist man noch so geil aufeinander und das kann ich absolut bestätigen. Wir sind tierisch geil aufeinander. Mhm. Das Ding ist, sie wohnt halt in einer anderen Stadt. Ja. Ist das 130 Kilometer von hier ungefähr. Ist ja nicht so weit. Ja gut, aber sie arbeitet halt auch und ich auch und wir sehen uns halt, wenn überhaupt mal am Wochenende oder wenn sie dann mal irgendwie frei macht. Und ist das jetzt die Erklärung? Das ist schon der Erklärungsversuch, warum du das gemacht hast? Nein, es ging halt darum, deine Kollegin meinte, super geil drauf und dann macht man da sowas nicht. Und es ist halt auch einfach so, dass wir saugeil aufeinander sind und wenn die da ist, wird halt auch rumgepoppt ohne Ende. Ja. Und es ist halt auch die totale Erfüllung. Gut, dann das überzeugt mich. Ich merke, dass du völlig verliebt und verknallt absolut, bist. Absolut, bin ich auch. Und dann die Frage, warum hast du das gemacht? Ja, weil ich ein Idiot bin natürlich. es gibt eine Begründung, aber die ist... Das ist die Bewertung. Aber der Grund muss ja irgendwo anders her. Ist es einfach... ist die Geilheit mit dir durchgegangen? Nein, pass auf. Es ist im Grunde eine krasse Geschichte. Also... Ja. Ich habe schon irgendwie, wir haben hier so eine regionale Zeitung und da sind halt so Telefonnummern drin, ne? Ja. Auch so Festnetznummern, wo man dann mit einer gewissen Vorwahl irgendwie einen Cent in der Minute zahlt. So, da habe ich hier mal irgendwie als Partygag mir gedacht, hey, irgendwie, wenn hier mal zwei Leute saßen, ruft man mal an und
ja, shakern mal ein bisschen mit denen und verarschen die und verstellen unsere Stimme und mal einen auf Russe oder Engländer, keine Ahnung, und fragen, was das kostet, bla bla bla. Und einer hat sich da halt auch immer drauf eingelassen und hat halt auch nicht immer aufgelegt, war nie angenervt und so, hat immer voll rumgelacht und fand alles super lustig und komm jetzt und komm so das, morgen. Hast du das alleine gemacht oder mit Kumpels? Ja, pass auf. Und dann war heute ein Kumpel von mir da, ein guter Freund, der meiner Meinung nach noch nie Sex gehabt hat. Er aber meint, er hätte es. Also ich weiß, dass er einfach vorher mit noch keiner Frau geschlafen hat. So, okay. Und dann habe ich halt gesagt, hey, hier, und ich habe mal hier angerufen, komm, das machen wir jetzt mal. Und ich habe da auch direkt angerufen, bei derselben Nummer halt, Salon Griechenland. Und klingt ja auch schön. Nur blöd gemacht irgendwie und drum gelabert und sie, ja, so und so viel, kommt vorbei und so. Und ich wollte halt nicht, weil ich eine Freundin habe und das war halt ganz klar, aber ich dachte mir, hey, ich will ihn mal dahin bringen irgendwie, weil er ist halt auch nicht locker. Aha. Locker mit denen reden. Und also war es ein mitmenschlicher Akt quasi? Du hast deinen Freund begleitet? Moment, wir sind hier raus. Ja. Da saßen wir noch bei mir. Dann sind wir hier raus in die Stadt, ein bisschen rumgefahren und dann halt in die Spielhalle, Spielothek. Und was machen wir? Nochmal ins McDonald's gegangen, wenn man das sagen darf. Und dann nach so, ja, nach Hause oder nicht, so kommen wir, fahren da jetzt hin. So. Also es lag so in der Luft, ob machen wir es oder machen wir es nicht. Ja. So, und dann seid ihr beide hingefahren, er dabei. Ja, und ich absolut mit der Überzeugung, dass ich zwar mit reingehe, das für ihn manage und so, ne? Genau, und dann gehst du wieder raus, so war deine Überzeugung. Nee, dass ich da drin bleibe, er sein Ding macht so. Genau. Ich bin halt auch wirklich ein super lockerer Typ, es war auch super locker bei denen. Also du bist dann, wir verfolgen das mal, du bist dann mit ihm reingegangen. Ja. Immer noch in der festen Überzeugung, ich manage das hier nur. Ganz genau. Trink mir vielleicht ein Bier währenddessen. Nicht unbedingt so gedacht, aber so halt kann man sagen. Und warte dann und dann gehen wir zusammen wieder raus. Dann sind wir dahin. Aber dann warst du schon in der Höhle des Löwen. Ich bin mitgegangen, ich wollte ja auch mit rein, sogar mit in die Wohnung, nicht in das Zimmer, aber mit dann irgendwo, ich wäre auch draußen gewesen, ich wollte das irgendwie nur für ihn, aber... Achso, das war eine Privatwohnung, das war kein Club. Nee, das war so ein Laufhaus irgendwie so. So, und da ist es aber dann gekippt, da ist es dann... Dann ist die Tür aufgegangen, dann standen da zwei wirklich attraktive Mädchen, ja, und anders kann man das nicht sagen. Ja. Und ja, dann halt so, ja, bla bla, und die so, ja, zu zweit, und ich so, nee, jeder einen meinte ich so irgendwie, wir kommen erst mal rein und so, und dann erst mal im Flur gestanden, und ja, wie viel, und hier meinte ich so, A, Punkt, wie gefällt sie dir? Ich glaube, in dem Moment, wo die beiden Mädchen vor der Tür standen, hat sich dein Verstand schon verabschiedet. Ich glaube auch, weil die halt auch leicht bekleidet da in Dessous standen. So. Und da hast du mit der Unterhose gedacht. Vor allen Dingen, ich habe ja mit der einen, habe ich ja schon dreimal telefoniert. Ja. Ja, das, so. Also ja irgendwie, jetzt, das kommt dann noch zu. So. Dann bist du schwach geworden und es ist passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne, so ist es. So, ja, es war nicht anders, als dass es passiert ist. Ja, leider. So, bereust du es? Absolut. Tierisch. Ich bin da rausgegangen und habe das Erste, was ich zu meinem Freund gesagt habe, war, ich mache mit meiner Freundin Schluss. Weil ich ihr absolut, also deswegen rufe ich halt auch an, weil ich jetzt absolut keinen Rat weiß. Ich will es ihr nicht sagen. Ja. Das steht für mich, ja. Was für, nur mal so rein theoretisch. Ja. Wie wäre sie drauf und wie würde sie reagieren? Du kennst sie jetzt ein bisschen schon, wenn die das erfahren würde. Nur rein theoretisch, Frage. Ja. Will ich nicht dran denken. Willst du nicht dran denken? Also wäre die Hölle, wird die vielleicht auch... Ja, genauso würde ich auch reagieren, wenn sie sagt, ich war bei einem hier oder auch wenn es nicht jetzt so gegen Bezahlung wäre und bin irgendwie mit einem anderen, würde ich direkt sagen, hier, dann tschüss. So, dann bin ich halt auch knallhart und da ist dann auch... Nochmal definitiv die Frage. Ja. Du sagst ganz klar, das war ein riesiger Fehler. Von mir? Ja. Ja, hallo. Hallo. Du bereust es... Zu tief. Radikal und zutiefst. Ja. So, dann lass uns Folgendes machen. Oh. Ich höre es ja schon, dass du es ernst meinst. Ich glaub's dir. Ja. Und ich glaub dir auch, dass du bewusst das jetzt nicht nochmal machst. Zumindest nicht, wenn ich eine Freundin habe, ganz sicher. Also, dass du in den nächsten Wochen nicht auf die Idee kommst, auch die war ganz nett, fahren wir nochmal hin, ich mach's nochmal. Auf keinen Fall. So, dann kehren wir das jetzt mal unter den Teppich. Und legen einen ganz dicken Mantel des Schweigens darüber. Oh, das finde ich so geil. Domian, das finde ich echt so klasse. Weißt du, ich habe echt so Schiss gehabt, dass du sagst, was, das musst du ihr sagen, so, weißt du. Ich habe echt, da bin ich voll mit einverstanden. Ne? Ja. Aber nur unter der Bedingung, dass du das wirklich bereust. Absolut. Und dass das auch definitiv nicht wieder vorkommt.
Absolut nicht. Bewerten wir es mal als dämlichen Ausrutscher und wollen deshalb die Beziehung, die es vielleicht da gerade sich am Aufbauen ist, nicht kaputt machen. Vielleicht kannst du es ja irgendwann mal erzählen. Aber erzähl es jetzt nicht und mach den Fehler wieder gut, indem du dich ordentlich verhältst demnächst. Aber somit schwamm drüber. So einfach? Ja. Ich mach Schluss mit dir, weil ich. Das ehrt dich. Mit ihr ins Bett. Das ehrt dich, wenn du so denkst. So, das macht mich echt fertig, dass ich sie dann so ganz lieb in den Arm nehme, wie sonst immer, oder dass wir miteinander schlafen, nicht irgendwas zu ihr sage und irgendwie weiß, ey, du verheimlichst ihr dann. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich der bessere Weg. Ist es auch. Weil es hat ja letztendlich auch emotional überhaupt gar keine Bedeutung. Es war purer Sex, was genau, da passiert ist. Genau, das habe ich eben im Bad gedacht. Ja. So, das ist wirklich nur dieses... Ich hoffe, du hast das mit Gummis gemacht? 100 Pro, dass man da auch sich keine Sorgen machen das muss. Das ist auch bei denen auch so geregelt einfach. So, und jetzt schwamm drüber. Ja, so. Achmed. Nimm es auf jeden Fall. Ja, so heißt es nicht wirklich übrigens. Ja, ist ja egal. Ist auch egal. Also, Mann, oh Mann, oh Mann. So schnell schaltet sich der Kopf aus. Ne? Das ist hart, ne? Mann. Wir sind einfach scheiß Männer. Mann, aber das machen Frauen auch sowas. Wir Menschen sind so. Ja. Wir sind triebgesteuert. Die Tiere in uns kommen manchmal so volle Kanne raus. Ja, wobei der Akt an sich war halt echt wie nur so ein Formular ausfüllen. Ne? Ja, war im Vergleich halt zu meiner Freundin. Ja, weil natürlich, bei der Freundin sind Emotionen im Spiel und dann ist Sex natürlich viel schöner. Ja, und vor allen Dingen ungeschützt. Ja. Mal so. So, mein Lieber, jetzt beruhig dich mal. Absolut. Schlaf dich aus und freu dich auf das nächste Treffen mit deiner Freundin. Das tue ich. Ich danke dir auf jeden Fall für das, dass du gesagt hast, Mantel drüber, Schwamm drüber. Ja. Mache ich genauso. Was ich auch noch kurz sagen will zu dem Fax eben. Ja. Diese Sendung habe ich an dem Tag auch mitgekriegt, hier von wegen Kinderschänder und 3 Jahre. Mhm. Hammerhart, ne? Ja, finde ich auch. Also ich kann da auch, also ich hammerhart, sagt's nicht und heftig, auch, krass, unfassbar und ich war entrüstet und so, es sagt's alles nicht. Ja, es ist einfach zum, ich sag dazu einfach, also ich kann auch, kein Wort trifft es einfach. Es hat ganz viele so Menschen es ist zum Heulen. Ungeheuer empört, und wir haben so viel Post bekommen daraufhin, aber es ist leider so. So, so mein Lieber, ich wünsche dir was? Ich wünsche dir noch viel mehr, Domian. Dankeschön. Alles Gute von Herzen, wie Dankeschön. Du immer zu sagen pflegst. Dir auch, tschüss. Ciao. Wir hatten ja gerade hier dieses schöne Tierfax, ne? Von wegen Pony Stefan Raab und Riesenpapagei für Schmidt und so. Wir haben nächste Woche Mittwoch eine Themensendung und da geht es um Tiere. Rundherum um das Thema Tiere. Da seid ihr bei mir bei dem Richtigen, das wisst ihr. Und ich bin sehr gespannt, was da so alles zu hören sein wird. Wir hatten ja vor einer Weile eine nette Anruferin aus Belgien, die von ihren 2 Gänsen erzählt hat. Und sie hat uns auch ein paar Fotos geschickt, kann ich euch nächste Woche mal zeigen, hier den Fernsehzuschauern, und hat tolle Dinge berichtet, was sie mit ihren Gänsen immer so macht und wie schlau die sind. Solche Geschichten möchte ich nächste Woche Mittwoch von euch auch hören. Thorsten ist hier, 29. Ja, guten Morgen, Domian, grüß dich. Guten Morgen, Thorsten. Also bei mir geht's um Folgendes. Mein Thema ist, ich habe einen Job bekommen, nur aufgrund von gefälschten Zeugnissen. Oh. Was für ein Job? Ja, es ging sich um eine Stelle als Volljurist und dementsprechend natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Position. Moment, du hast ein Universitätsexamen, hast du gefälscht? Fälschen lassen? Also folgendermaßen, ich habe Jura studiert, habe auch einen Abschluss gemacht, aber nur das erste Staatsexamen. Ja. Habe auch mein Referendariat angetreten. Ja. Und in der Zwischenzeit Probleme bekommen, also Geldprobleme, um es kurz zu sagen. Mhm. Aufgrund dessen mein Referendariat abgebrochen derzeit und mich mit Nebenjobs über Wasser gehalten. Aber das war dann halt insgesamt mehr Geld, als das, was ich während des Referendariats bekommen habe. Mhm. Aber das hat mich halt nicht ausgefüllt. Mhm. Und bin ich mehr oder weniger auf dumme Gedanken gekommen und habe mich auch mit falschen Leuten eingelassen, die halt Beziehungen hatten zu Leuten, die halt Duplikate beziehungsweise gefälschte Zeugnisse ausstellen konnten zu der Zeit. Ja, und ich habe das damals gemacht. Also ich habe... Und hast du jetzt auf dem Papier, hast du auch das zweite Staatsexamen? Ja, genau. Also
Ich habe es fälschen lassen. Also ich habe es ja nicht mehr gemacht, weil ich das Referendariat abgebrochen habe. Du hast es fälschen lassen. Aber auf dem so als gefälschtes Papier hast du es vorliegen. Ja, genau. Und dementsprechend muss ich natürlich auch meinen kompletten Lebenslauf demnach ausrichten. Wann hast du das in die Hände bekommen? Das war im Jahr 2000. Im Jahr 2000 schon? Ja, ich habe 1994 halt Abitur gemacht und 96 mein Studium aufgenommen. Wie viel Geld hast du dafür hinblättern müssen? Jetzt für nur für das zweite Staatsexamen, für die Kopie. Ja. Das waren derzeit 1500 oder 1600 D-Mark. Was nicht viel ist. Ja, gut, für mich war es schon viel, aber vielleicht, ich habe auch keine Referenzpunkte, wie viel es üblicherweise kostet. Mhm. Ich habe damals halt die Gelegenheit gesehen, damit was anfangen zu können. Was hast du damit angefangen? Ja, ich habe mich daraufhin schlauerweise beworben mit diesem gefälschten zweiten Staatsexamen. Mhm. Und glücklicherweise oder unglücklicherweise im Nachhinein auch einen Job bekommen. Als was? Das war im August 2000, als Volljurist in einer größeren Anwaltskanzlei. Ja. Und ich bin auch dann zugelassen worden bei der Anwaltskammer. Und dementsprechend habe ich Mandanten empfangen, die halt sich an diese Anwaltskanzlei gewendet haben. Mhm. Gut, am Anfang bin ich eingearbeitet worden, ergo mein Chef hat natürlich Verträge oder die Sachen, die angefallen sind, immer noch nachkontrolliert. Aber das hat halt alles geklappt. Ja. Also ich habe da keine Formfehler oder derartiges gemacht. Also hast du gut gearbeitet? Ich habe gut gearbeitet. Bitte. Rausgekommen ist es halt vor gut einem Jahr, im Januar 2003. Ach so, es ist rausgekommen? Es ist rausgekommen. Ich dachte jetzt, dass du heute immer noch in der Kanzlei arbeitest. Nein, nein. Das ist auch mein Problem, mit dem ich mich an dich wenden möchte. Sag mal kurz vorher, wie es rausgekommen ist. Es ist rausgekommen, eigentlich durch Zufall. Ein Mandant von mir ist also in die Kanzlei gekommen, um ein Problem zu besprechen. Ganz normale Erstberatung. Mhm. Und dieser Mandant war ein Ex-Kommilitone von mir. Ich ahne schon. Und somit ist es dann durchgesickert, weil der wusste, dass du es nicht gemacht hast. Ganz genau. Exakt, so ist das gewesen. So, und jetzt ist natürlich Beruf, Karriere, alles im Arsch, ne? Und ich meine, es ist natürlich ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden letztes Jahr. Und die Verhandlung hat auch schon stattgefunden und ich habe jetzt eine Bewährungsstrafe bekommen, unter anderem wegen Urkundenfälschung natürlich. Ja, wie hoch ist die Bewährungsstrafe? Das waren 16 Monate auf Bewährung und bin ich eigentlich noch ganz gut davon gekommen. Weil, ich auch, ja. Naja, das Problem ist natürlich, wie sieht meine Zukunft aus? Was machst du denn im Moment? Arbeitest du was? Ja, also ich arbeite, natürlich sind das wieder so Sachen, ich gebe Nachhilfe hier und da und ich habe diverse Jobs angenommen. Schlägst dich so durch mit Kleinkram. Ja. Das heißt, du bist juristisch talentiert, das hat gut geklappt damals, als du gearbeitet hast in der Kanzlei. Ja, umso schlimmer, umso trauriger ist, dass das jetzt alles den Bach runtergegangen ist, ne? Ja, genau. Vor allem, ich meine, mir war auch von Anfang an klar, dass wenn die Sache auffliegen sollte, dass ich Probleme bekommen werde, egal wie hoch die Strafe ist, eine regelgerechte Zulassung bei der Anwaltskammer später zu einem späteren Zeitpunkt zu beantragen. Das kannst du dir wahrscheinlich völlig abschminken, ja? Für alle Zeiten, ne? Ja. Selbst wenn du jetzt nochmal studieren würdest und das und irgendwie alles auf die rechten Bahnen bringen würdest, ist das unmöglich, ne? Dass du das kann ich vergessen. Ja. Während du gearbeitet hast als Anwalt mit diesen gefälschten Papieren, man hört ja auch schon mal so Geschichten von Ärzten, die gar nicht Ärzte sind und dann auch jahrelang irgendwie arbeiten, warst du letztendlich unter permanenter Anspannung wegen des schlechten Gewissens oder hast du das so verdrängt und hast gedacht, ach, das wird schon gut gehen, wie soll es rauskommen? Naja, also, das waren halt mehrere Phasen. Am Anfang war ich halt noch sehr unsicher, weil mir doch die Praxis fehlte. Ich meine, okay, das Studium an sich ist natürlich insofern praxisorientiert, dass man irgendwelche Fälle löst und sich an BGH-Entscheidungen orientiert, etc. Aber zunehmender Zeit sind mir halt auch andere Aufgaben übertragen worden, die ich alle halt ohne Fehler gelöst habe. Und somit ist natürlich auch mein Selbstvertrauen gewachsen. Bist sicherer geworden und hast es dann vielleicht sogar wirklich ein bisschen verdrängt und hast gedacht, naja, vielleicht
kann ich alt und grau werden und niemand kriegt's raus. Ja, es lief halt alles gut. Ich hatte einen guten Arbeitsvertrag und dementsprechend mein Lebensstil und mein Umfeld haben sich auch demnach gerichtet. Gutes Stichwort, das Umfeld. Das Umfeld hat sich doch wahrscheinlich, vielleicht bis auf wenige, von dir abgewandt, oder? Im Nachhinein? Ja. Ja, also klar, also die ganzen Kollegen, die das erfahren hatten, die konnten es natürlich erstmal gar nicht glauben, genauso wie mein Chef. Ja. Also er hat es halt erfahren über diesen Mandanten und hat mich dann zu einem persönlichen Gespräch gebeten. Ja, ich habe dann natürlich mit offenen Karten gespielt, weil das wäre sowieso rausgekommen. Was sagt die Familie? Ja, die Familie, das ist eigentlich der Grund, warum ich heute anrufe. Also niemand aus meiner Familie weiß das. Ach so. Wie? Und du spielst denen nach wie vor, dass du in die Kanzlei gehst? Ja. Hast du eine Freundin? Ich hatte. Das ist alles zusammenhängend mit dieser Lebenslüge oder Joblüge. Ich frage das deshalb, ob da noch jemand ist, den du so permanent anlügst. Du lügst die Familie an? Wer ist die Familie? Eltern? Geschwister? Wie weit zieht es die Kreise? Ja, also der Kontakt war eigentlich jetzt familiär gesehen nur zu meinen Eltern und Geschwistern. Mensch, Thorsten, das ist aber hart, dass du jetzt da noch weiter lügst. Ja, die Sache ist halt die, meine Eltern haben mich halt unterstützt, was das Studium angeht. Mhm. Und ich wollte sie auch nicht insofern enttäuschen, dass ich jetzt sage, ja, ich habe das abgebrochen. Wird dir aber gar nichts anderes übrig bleiben, als sie jetzt zu enttäuschen. Weil das wirst du nicht lange durchhalten. Willst du bis zu deinem 50., 60. Lebensjahr oder weiß ich jetzt, bis die Eltern auch alt und grau sind, willst du sie so belügen? Und jeder Monat, der vergeht, wird die Lüge größer und schlimmer. Und ich habe wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell ich habe ein Jobangebot in London. Mhm. Was für mich eventuell in Frage käme, dann wäre halt noch mehr Distanz zwischen uns. Weil mir fehlt ein wenig so das Konzept, wie ich das meinen Eltern schonend beibringen kann. Aber damit verlagerst du das ja nur. Mhm. Ne? Verschiebst es ja nur. Du verlagerst es erstmal geografisch und verschiebst es ein bisschen nach hinten und denkst dann, naja, London ist weit weg, dann kriegen sie es vielleicht nicht so schnell raus. Eigentlich wäre, um eine saubere Lösung hinzukriegen, wäre, dass du jetzt da auch Klartisch machst. Ja. Ja, finde ich schon. Und da braucht man auch kein großes Konzept. Ich kann mir vorstellen, das musst du ausbaden. Du hast nun wirklich eklatanten Mist gebaut, ne? Auf jeden Fall. Eklatanten Mist. Und da muss man auch, ist es eine Form des Wiedergutmachens, zumindest, dass man dazu steht. Ja. Ehrlichkeit sollte noch ein Wert sein, der Weißt du, jetzt mit London und wieder da verhaspelst du dich da, irgendwann kommt das, das ist es nicht. Es gibt halt nur eine Lösung, die Flucht nach vorne. Ich meine, das bricht wahrscheinlich eine Welt zusammen für deine Eltern, aber das ist jetzt nun mal so. Das musst du verkraften und die müssen es auch verkraften. Mehr könnte ich dir gar nicht dazu sagen, Thorsten. Ja, ich denke, rational gesehen denke ich auch so, natürlich. Das Einzige, was auch fair gegenüber meinen Eltern und... Genau, so sehe ich es auch. Ein guter Begriff, den man da noch einfügen kann. Ja. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Und noch viel Erfolg mit deiner Sendung. Danke, Thorsten. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Sarah, 20 Jahre, habe ich hier noch. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Sarah. Hi. Und was geht's denn bei dir? Das ist ein ziemlich kritisches Thema. Ich bin auch sehr aufgeregt. Mhm. Es geht darum, dass ich jetzt vor kurzem mit meinem Freund zusammengekommen bin und jetzt vorgestern Schluss gemacht habe, weil mir sein Penis zu klein war. Der Penis war zu klein? Ja. Wie klein war er denn? Ja, normal. Wie normal? Also ich habe halt, das ist halt ganz komisch, ich habe irgendwie so, weiß nicht, ich habe, ich mag halt große Penisse. Ja. Und das hat mich irgendwie total aggressiv gemacht, weil er war halt, also weiß nicht, 17 Zentimeter oder so. 17 Zentimeter? Und das ist dir nicht groß genug? Ja. Mann, Sarah, was muss der Junge bieten? 30 oder wie? Ja, ich weiß 17 nicht. Ist dir nicht groß genug? Ja. Das ist über dem über dem Durchschnitt. Ja, ich weiß. Es ist auch nicht so, dass das irgendwie jetzt mit dem Sex zu tun hat, dass ich irgendwie sage, ich werde dann nicht befriedigt von
weiß nicht, von jetzt zu kleinen Penissen oder so, sondern einfach, das macht mich einfach aggressiv. Also aggressiv macht es dich, wenn der Penis zu klein ist? Ja. Du bist ja drauf. Ja, ich weiß. Das hast du besser. Und du hast den eigentlich geliebt? Ich habe den total geliebt. Ach, das will ich gar nicht hören. Ich will es nicht hören. Du das sagst macht mich auch total fertig. Ja, das macht mich auch fertig. Du sagst, ich habe den Typ richtig total geliebt, sagst du. Ja. Und nur weil er einen zu kleinen Pimmel hat, der gar nicht zu klein ist, wirfst du den in den Wind? Und lässt ich habe es auch wirklich versucht, aber ich komme darauf nicht klar. Also jedes Mal, wenn es irgendwie halt um Sex ging, dann konnte ich nicht mehr. Jetzt ist die Sendung vorbei und ich kann nicht weiter mit dir reden. Das ist sehr schade. Ja. Aber ich will dazu sagen, ich habe auch mit ganz vielen Freundinnen darüber geredet und die meinen, also ich kenne viele, die so denken und ich glaube, das ist einfach ein massives Problem unserer Gesellschaft. Ach, das ist ein massives Problem von euch Mädels. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Tschüss.